Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale. Und zwar werden wir in dieser Folge besondere Herausforderungen, genau, Goldbeute dreifach Auswahlkampf Herausforderung machen. Genau, hier kriegt man eine Menge Gold. Ich weiß nicht, ob ich Part 2 dazu auch machen werde. Höchstwahrscheinlich, aber ich kann es euch noch nicht sagen. Und wie ihr seht, kann man hier dreifach auswählen. Und mal schauen. Und ich mag, wer mich kennt, ich liebe den Fischer. Ich finde Fischer so eine gute Karte. Ich weiß nicht warum, niemand mag den, aber ich mag den ultra. Aber okay. Ja, sieht nach einem X-Bogen-Deck, was ganz okay ist. Es könnte besser sein, aber naja, mal schauen. Diese Geräusche, die ihr übrigens im Hintergrund hört, da mache ich mal auch gleich mein Dings Clash Royale lauter. Sind eine besondere Maschine, deswegen könnt ihr ignorieren. Solltet ihr auch während der Runde eh weniger hören. Komm, der braucht aber auch lange zum Wählen, ne? Komm. Und das gewählt, schön. Wir setzen, schätze ich mal, gleich einen hin. Ten hin, ein Fischer. Ein Glas umgeschmissen. Ja, ich glaube, Prinzessin könnte noch sterben. Danke. Ja, der Fischer, den lassen wir mal in Ruhe. Okay. Machen wir so. Der X-Bogen ist natürlich nicht dran. Das habe ich auch anderes erwartet. Komm schon. Genau, hier. Noch ein paar. Luftpost definitiv zu spät. Definitiv aber auch. Magier. Soll es gut genug hinbekommen, die zu zerstören. Brauchen jetzt nichts sehr Heftiges. Vor allem, wenn wir eine Nachtsechse vorne setzen, jetzt Skelett haben wir, aber dafür haben wir Feinde. Ja, hat es schon gut gemacht. Oh ne, und die Princess hat nochmal schießen können. Nee, der Typ ist ein cleveres Burschen. Setzen wir den neues Magier nach hinten hin, schätze ich mal. Ja. Ja, definitiv jetzt den X-Bogen noch setzen. Den ranziehen. Genau. Natürlich stirbt der X-Bogen noch weg. Ich habe ja auch nichts anderes erwartet. Ich glaube, er hat es leider hinbekommen mit seinen Schweinen. Die kommen halt immer dran. Im Gegensatz zu meinem X-Bogen. Oh, der ist jetzt dran, okay. Jetzt wird's interessant. Ist er AFK? Als ob der jetzt noch AFK am Ende ist. Dieser Typ, was macht er mit mir? Verstehe ich nicht. Aber gut, wie er es will. Wenn er AFK ist, wieso nehmen wir nicht die drei Kronen? Erste Runde ziemlich gut hinbekommen, allerdings hätte er uns besiegt, glaube ich, wenn er noch da wäre. Was auch immer, er hatte Internetprobleme, Akku leer, wie auch immer. Ich glaube, er wollte nicht verlieren. Wir nehmen Skelettarmee. Kanonenkarre. Hier spiele ich den Knall wirklich lieber. Kommt drauf an, ob Türme kommen. Ich nehme jetzt mal Erdbeben. Wir nehmen Rambock. Eismagier. Kommt bitte noch Türme.
Okay, der Erdbeben ist komplett wack gewesen. Aber ja gut, können wir jetzt nicht ändern. Feuerball, okay, kannst du machen. Nö, warum nicht, ne? Warum nicht? Machen wir so. Ja. Läuft. Komm, und jetzt. Okay. Natürlich setzt er eine Walküre da vorne dran. Was denn sonst? Boah, wäre der Magieschütze gestorben, ne? Wäre ich ausgerastet. Skelett hat mir verkackt ein bisschen leider, aber geht noch klar. Mal schauen, was er jetzt gegen Sparky setzt. Andersrum, was wir gegen den setzen. So. So, hat doch funktioniert. Ja, wir sammeln hinten unsere Sachen an, das ist gut. Oh, vergib. Haben wir aber geklärt. Und wir haben wieder 3 Kronen. So schnell geht das. Aber wir müssen warten natürlich, bis wir weiter sind, um die richtigen, guten Gegner zu bekommen. Und ja, 2000 Gold nehmen wir mit und weiter gehen wir. Kobold Gang. Magieschütze. Ballon, safe. Megalakai. Banditen. Ich glaube, ich nehme Koboldkäfig. Pfeile. Gift oder Feuer, aber ich glaube, ich nehme Gift. So. Es ist nicht so gut eigentlich gerade. Wir setzen mal sowas hier. Schauen, ob sowas klappt. Ja, es klappt. Ziemlich gut sogar. Aber ich muss jetzt die Pfeile hinsetzen, leider. Und ich muss auch leider den Megalakai hinsetzen. Aber an sich haben wir ja beide so den Turm. Ey, Digga, dieser Stuhl. Der triggert mich auch, aber... Mal schauen, wir machen gleich so. Ein Kobold muss am Turm dran. Mal schauen, ob er es zulässt. Er wollte es nicht zulassen, aber es ist passiert. Yeah.
Ja, die Elite-Bahn, gut aufgehalten. Es ist nicht das Intelligenteste, aber ich glaube, der Magieschütze kann noch... Oh. Das war ein sehr guter Moment von ihm. Ein Schuss hat der Dart Goblin auch bekommen. Aber noch. Hat er etwa keinen Zauber? Naja, ich müsste sowieso die Goblin Gang setzen, damit sie nicht so viel Schaden an den an Königsturm da macht. Oh mein Gott. Digga. Ja, sein Angriff ist leider komplett weg. Ne? So. So. Okay, Freeze. Kobold-Dings-Typen da schnell auslöschen. Luftpost trifft nicht Ballon und Ballon ist dran und das war's. Wir dann wünschen viel Glück bei der nächsten Runde und wir gehen weiter. Dritter Wund. Ja, und die 3000 ist eigentlich immer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Jäger. Kobold Gang. Eismagier. Blitz, schätze ich mal. Ich habe jetzt nicht genau. Mini-Packer. Boah. Lass einen Golem nehmen. Ja. Pocher und Tornado. Und ich glaube, ein Ritter, was wäre eigentlich fast egal. Solange der wählt, wechsel kurz Stuhl. So, ich habe jetzt einen neuen Stuhl genommen. Der sollte nicht so wackeln. Ich dachte mir schon, dass der Packer als erstes sitzen will. Das dachte ich mir gerade schon. Gut, dass wir nur so viel gegen Packer haben, ne? Und noch besser ist natürlich, dass wir den Mini-Pack haben. Damit er erstmal so macht. So. Flugmaschine ist dann mal weg. Er verteidigt, aber er will aber. So, jetzt aber. Jetzt haben wir mal. Verteidigt er. Natürlich tut er das. Er greift sogar mehr an. Das ist hier nochmal ein Gang höher. Erdbeben, okay. Ich glaube, wir können direkt Golem setzen, weil wir haben noch Elixier, was wir hier kriegen. Ja, genau. Setzen noch eine Flugmaschine rein oder sowas, am besten Magier. Komm. Luftpost werde ich nicht blocken, aber ganz sicherlich nicht. Jetzt kommt die Flugmaschine. Ah ja. So, dann haben wir das wenigstens. Will sein Packer noch am Leben haben? Okay. Komischer Typ auf jeden Fall. Muss ich sagen. Als ob der Schild mehr Leben hat als das
Als der Magier. Ja, okay, in dem Moment hätte es sein können, ne? Aber trotzdem ein bisschen abfuck. Ja, ich glaube leider kriegt er den Turm noch. Obwohl, kriegt er den noch? Nein, kriegt er nicht. Okay. Wir haben gewonnen und gehen ab in die nächste Round. Versuchen wir die Folge ein bisschen länger zu machen. Ich will nämlich zwei Parts vom Turnier machen am besten und beide sollten fertig sein. Am besten auch. Funky. Funky, hallo. Knall. Boah, Magier. Digga, Golem. Heilerin. Ey, was ist das? Blitz. Alter. Prinzessin? Ey, übelst geiles Deck eigentlich bisher. Also das ist ein geiles Deck, also an sich. Ob es gegen den Gegner ist, das weiß ich nicht. Ich bin halt auch nicht der größte Fan von Golem, aber ich glaube für ein Golem-Deck in dreifacher Auswahl ist es ganz okay. Komm, noch eine Karte. Ja, schön. Und wir haben natürlich Golem zum Anfang, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob es immer schlau ist, den zu setzen am Anfang, aber wir machen es mal. Sehr teuer, das Deck. Sehr, sehr teuer. Das ist so teuer, ey. Oh, der Golem ist tot. Aber prinzipiell gesehen. Warte, wir können noch was holen. Wir können noch was draus holen. Hat aber nicht so geklappt. Setzen wir mal vor dem. Ja! Sowas wollte ich. Also nicht wollte ich, dass ein Schwein überlebt, aber das ist egal. Genau. Das ist aber. Schießt der noch? Das war so gut. Und die Prinzessin überlebt noch. Oh, Prinzess lebt. Hat noch gut. Ja. Ich glaube, der Gegner weiß leider nicht so, was er tun soll. Jetzt noch was kommen. Irgendwas. Ja, so kannst du es auch machen. Ja, ist jetzt auch nicht schlimm. Wir können nämlich gleich was machen. Magier rein. Und zwar, er hat jetzt sehr viel Schaden bekommen. Ja, ich sag's ja auch nochmal. Aber was er nicht hinbekommen hat, ist ein sehr, sehr guten Angriff. Und was wir jetzt auf der einen Seite haben, ist so krass, dass er es vielleicht gar nicht aufgehalten kriegt. Yep. Ja, obwohl. Doch, das war. Seht ihr? Er hat zu hardcore angegriffen. Das war sein Problem. Es hätte klappen können, klar. Nichts dagegen, aber es war zu übertrieben viel. 5000 Gold sammeln wir an und gehen weiter. Heilerin. Blitz. Eismagier. Kobold Gang. Mega Ritter.
Funk hier, es fängt wieder gut. Babydrache. Und Knall. Ey, sieht gut aus, sieht gut aus. Mal gucken. Ja. Ich will mein Mega-Ritter noch nicht direkt zeigen oder setzen. Bruder. Blitzt direkt weg, aber. Also natürlich direkt gesetzt, ne? Babydrache muss leider noch kommen, damit er nicht zu viel Schaden macht, aber. So an sich. Mal schauen. Kriegt's verteidigt, ja, aber wir kriegen noch einen Schaden raus, das ist gut. Der Mega-Minion ist auch tot. Ja komm, das blocken wir so, ganz einfach. Oh mein Gott, den Gift noch reingesetzt. Er kriegt Schaden raus, ja, klar, klar. Er kriegt Schaden raus, aber... Er hat eine Valkyrie, das weiß ich auch schon. Aber... Frage ist, kann er das hier verteidigen? Er hat Wächter, ja, okay. Schön, er hat den Funky verteidigt schon mal. Der Winterritter fehlt noch. Ja, den kriegt er nicht so, ne? Der wird Schaden machen, leider. Und leider holt er den Turm. Nicht so schön für ihn, ne? So, wir haben alles von ihm auch eliminiert eigentlich. Ich glaube nicht, dass der Magieschütze noch überlebt, ne? Alles im guten Bereich. Und falls er die Elite überbauen setzt, haben wir Kobold Gang Heilerin Funky. Da kommen sie schon. Diesmal lasse ich den nicht dran kommen, weil ich dieses Mal selber. So, Funky kommt mit hinten dran, aber. Der Eismagier. Gift, okay, kann er machen. Am besten so schnell es geht noch ein Baby Dragon. In der Ecke noch ein Mega-Ritter und der Turm ist weg, glaube ich mal. Einer von beiden Türmen ist weg. Welches ist es? Ist wahrscheinlich der, ja. Ja, obwohl er nicht ganz weg ist. Hier ist er ziemlich angeschreddert. Aber noch ganz weg ist er nicht. Das sorgen wir jetzt, dass er weg ist. So. Jetzt haben wir safe gewonnen auf jeden Fall. Und ja, noch eine Runde machen wir. Und dann werdet ihr das nächste im Part 2 wahrscheinlich sehen. Und ja. So, Prinzess. Skeletor mehr. Lass mal Freeze nehmen, auch wenn ich lieber Lightning genommen hätte. Schweinereiter. Bandit. Kampfholz. Dunkler Prinz. Und Jäger. Setzen wir uns mal ein normales Kampfholz hin. Aber nichts Besonderes, dann setzen wir direkt eine Prinzessin. Ja. Den Schaden lässt er alles zu, okay. Interessanter Typ ist er. Oh nein. Ciao, Skelet Army. Ah, das ist ein bisschen behindert jetzt leider. Kann ich aber so jetzt nicht ändern. Leider.
Alidin entschied sich weiterzugehen, hat aber nichts hinbekommen. Und wir haben den Turm saugeschreddert bekommen. Was nicht so gut ist. Das ist gar nicht gut. Lass mal Speinerreiter Freeze machen. Hoffen, dass es klappt. Klappt sogar. Nice. Ja, das bringt eh kaum was. Wir machen Prinzessin. Er kriegt den Turm. Oh mein Gott, der Pfeile. Scheiße. Hab nicht dran gedacht. Aber wir überleben es noch. Sieht trotzdem nicht wirklich gut bei uns aus. Ich müsste so einen richtig unnötigen Golem setzen. Ich meinte unnötig. Der war gar nicht so schlecht. Ich glaube, der keine Holze wollte ja gar nichts, oder? Also könnte sein, aber ich glaube mal nicht, dass er sie setzen wollte, weil die war nicht gerade gut. Ah, ich hätte nicht fließen dürfen. Egal. Habe jetzt getan. Oh mein Gott, wird es hart sein. Ja, das ist dumm. Das ist ultra behindert. Er hat so einen Vorsprung. So einen riesigen. Und wir haben gar nichts. Jetzt ist der Moment, wo wir gelostet haben. Einfach so schnell wie möglich jetzt Schaden machen. Ohne dass er Schaden macht halt. Es ist so scheiße schlecht. Ich kann aber nichts anderes machen. Uff, das war so hart, guter Schaden. Nein. Gönn mir. Es war so knapp. Ja, ich werde auch die Folge beenden. Ich hoffe, euch hat diese Folge Clash Royale gefallen. Trotz einem Lose machen wir im Teil 2 weiter. Und ich hoffe, euch hat diese Folge Clash Royale gefallen. Gebt nochmal einen Hochdruck für mehr Clash Royale. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und aktiviert die Glocke, wenn ihr keine Videos verpassen wollt. Ich habe noch einen TikTok-Account, wer es noch nicht weiß. Patrick Fritz 2. In der Videobeschreibung findet ihr den Namen nochmal. Bis nächstes Mal und ciao, Leute.